Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Cyrils Brettspiele. Mein Name ist Dietz und heute kommen wir wieder mal zu einer echt klassischen Rezension. Und heute schauen wir uns an Dorfromantik von Pegasus. Dorfromantik ist ein Plättchenlegespiel, kann man im Grunde sagen. Ein kooperatives Plättchenlegespiel, aber mit einer Kampagne. Man hat da drin einen Block und auf diesem Block schaltet man dann was frei. Da drin sind dann kleine Schachteln und in diesen Schachteln erweitert man das Spiel. Man könnte jetzt denken, es ist ein Legacy-Spiel, man kann es aber wieder zurücksetzen. Deswegen würde ich es eher tendenziell als Kampagnenspiel bezeichnen, wobei da ja die Übergänge, denke ich, fließend sind. Da man nichts zerstört, würde ich hier eher Kampagne als Legacy sagen. Das ist aber eine feine Linie. Gucken wir uns kurz mal an, was man in dem Spiel macht. Und im Grunde hat man zwei Stapel. Man hat immer diese kleinen Plättchen, die man nimmt, umdreht und auf den Tisch legt. Und man hat Bauplättchen mit unterschiedlichen Dingen drauf. Entweder also ein Kornfeld, Wald, Fluss, Eisenbahn oder Dorf. So, das sind so diese fünf Dinge. Und für alle fünf Dinge hat man auch Aufträge. Und Aufträge sehen so aus, dass man ein Auftragplättchen nimmt, da legt man einen kleinen Auftragmarker drauf und der sagt entweder 4, 5 oder 6 am Anfang. Und für eine 4 muss man einfach 4 Eisenbahnen aneinander haben, nach bestimmten Regeln, und man nimmt ein Plättchen. Man hat jederzeit genau 3 Aufträge drauf, das heißt, man könnte also zum Beispiel Wald 5 haben, Korn 5 und Fluss 4 zum Beispiel. So, dann muss man also jetzt das Plättchen aufdrehen, wie gesagt, man hat aber genau 3 da, und kann dieses Plättchen irgendwo hinlegen. Das Plättchen kann ja auch Fluss und Wald drauf haben und sogar beide fertig machen. Auch das geht. Es kann auch im Verlauf passieren, dass man zum Beispiel 2 Wälder hat und zweimal Wald 5. Ja, und dann muss man einfach, wenn man das an ein Wald 4 anlegt, dann hat man da halt, weil man schon Wald 5 hat in diesem Gebiet, und man legt jetzt neues Auftragsplättchen hin und legt das dahin und kriegt zufällig Wald 5 auch noch, ja, und hat dann schon 4 Plättchen, dann kann man mit einem Plättchen wirklich 2 fertig machen und die nächsten Male zieht man dann neue Auftragsplättchen. Und auch mit den Auftragsplättchen kann man wiederum Sachen fertig machen. Der Trick ist es eigentlich, so viele Aufträge wie möglich zu erfüllen, denn jeden dieser kleinen Auftragsmarker, den man bekommt, der ist nachher Siegpunkte wert. Und diese Siegpunkte wiederum bestimmen darüber, wie viel Kreuzchen ich auf meinem Wegplan machen darf. Und umso mehr Kreuzchen ich mache, umso mehr Erfolge schalte ich frei. Und nee, umso mehr Erfolge ich freischalte, umso mehr neues Material bekomme ich. Was ich persönlich immer schön finde an Kampagnenspielen oder Legacy-Spielen, das kann man so oder so sehen, ist die Tatsache, dass die Dauermotivation, die Motivation, dieses Spiel immer wieder neu zu spielen, eben dadurch hochgesteigert wird, dass es immer so ganz klein, sehr gut dosiert, etwas schwieriger wird. Man kriegt also hier nochmal eine Regel, da nochmal eine Regel, da nochmal was Cooles. Ah, das möchte ich jetzt auch nochmal ausprobieren. Und so ist diese Dauermotivation, wie beim Handyspielen, denn da kommt ja Dorfromantik eigentlich her, wie beim Handyspiel, richtig gut dosiert da. Man kriegt immer diese kleine Mohrrübe für die Nase gehalten. Jetzt spiel aber noch weiter, dann kriegst du wieder was Neues, was freigeschaltet wird. Und jeder will wissen, was ist das Neue? Genau das triggert Dorfromantik bei mir. Mit einem wirklich sehr einfachen, zugänglichen Spielmechanismus. Ähnlich könnte man sich vorstellen wie bei My City, was ja bei uns auch relativ gut ankam. Da hat mir das auch gut gefallen. Einfach dieser Zugang, dass man immer irgendwie weiter getriggert wird. Ein einfaches, wirklich familientaugliches Spiel ist Dorfromantik mit einer tollen Geschichte. Und uns hat es viel Spaß gemacht in den ersten paar Runden. Und ich garantiere euch, wir werden es in den nächsten Wochen und Monaten deutlich weiter zocken. Ich werde es jetzt, das habe ich mir neu überlegt, nochmal wieder quasi zurücksetzen und mit einer neuen Runde anfangen, sodass wir einmal die Woche abends Dorfromantik spielen und dann hoffentlich immer 2 Partien, sodass wir auch einen gewissen Vorrang haben und da weiterkommen. So langsam komme ich an diese Grenze, dass wir zu viele dieser Spiele haben. Mit der einen Runde spiele ich immer noch King's Dilemma, mit der anderen Runde spiele ich dann jetzt Dorfromantik. Demnächst kommt dann vielleicht auch noch My Island dazu und dann wird es relativ schwierig, alle Bälle in der Luft zu halten. Aber der Trick ist wirklich, oder das, was ich daran toll finde, ist, man schweißt diese Runde zusammen und man trifft sich einmal die Woche abends. Ist ein bisschen wie so eine Serie gucken auf Netflix, weil
da guckt man ja auch erst Folge 1, 2, 3. So, und wenn die Staffel 12 Folgen hat, dann trifft man sich halt, selbst wenn man 2 Folgen am Abend guckt, 6-mal. Und das gleiche hat man hier. Hier trifft man sich dann vielleicht 10-mal oder sowas, weil die Staffel 20 Episoden hat. Ja, so habe ich Dorfromantik gesehen. Ein wirklich schönes Spiel, was ich nur empfehlen kann. Auch der Preispunkt ist absolut gerechtfertigt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht mit einer Spielerezension oder doch wieder was anderes aus dem Bereich. Ja, da ist noch irgendwas. Bis zum nächsten Mal. Euer Nils. Tschüss.